4,5 Minuten lang ist die Aufgabe RM1 geritten auf Kandare. Für den St. Georg hat Richterin Claudia Rating wieder genau hingeguckt. Der erste fliegende Galoppwechsel war mit Ausdruck. Die RM1 wird auf 20 mal 40 geritten. Das Pferd könnte noch etwas gerader nach dem Abwenden bleiben. Halten war in der Hinterhand nicht ganz geschlossen. Im versammelten Tempo schnurgerade auf die Richter zu. Das kann ruhig in frischem Tempo geschehen, aber Achtung, 2 halbe Volten zu Beginn fordern Versammlung und präzises Reiten. Bei den halben Volten fällt auf, dass das Zügelmaß etwas springt. Schulter herein im Fluss, das Pferd fußt auf 3 Hufschlägen. Schulter herein ist nahezu korrekt abgestellt. Das Pferd könnte sich etwas mehr selbst tragen. Und noch einmal halbe Volten. Diese halben Volten hätte man etwas mehr ausgeprägter sich gewünscht. Bei verbesserter Stellung und Biegung. Dieses Schulterrein ist weitgehend korrekt angelegt bei sichtbarer Stellung und Biegung. Im Mitteltrab fällt auf, dass das Pferd in sich nicht ganz gerade bleibt, die Hinterhand nach rechts ausweicht, dadurch der Schub nicht ganz so deutlich entwickelt werden kann. Keine M-Dressur ohne Vorwärts-Seitwärts-Bewegung in die Bewegungsrichtung gestellt. Eine gleichmäßige Traversale, der man in puncto Anlehnung noch etwas mehr Geschmeidigkeit wünschen würde. Aber jetzt gerade sitzen, geradeaus reiten und korrekte, deutliche Hilfen geben. Auf der Mittellinie entgeht den Richtern bei C nichts. Diese Traversale sehr flüssig und gleichmäßig von der Reiterin korrekt unterstützt. Ganz schwierig, kurz kehrt rechts, aus dem Trab auf der Diagonalen. Auweia! Hier war eine lange Schrittphase vor der Einleitung der Wendung zu verzeichnen. Die Wendung an sich hätte man sich noch etwas aktiver gewünscht. Schritt an der kurzen Seite, darauf achten, dass die Hand die Nickbewegung des Pferdes zulässt. Das mögen die Richter gerne sehen. Das Pferd schreit taktsicher und fleißig. Diesmal ist das Kurzkehrt aus dem Schritt gefordert. Genaues Reiten ist gut für die Note. Diese Kurzkehrtwendung war aktiv geritten und von der Zentrierung auch absolut akzeptabel. Hier könnte der Schritt von der Reiterin etwas mehr herausgelassen werden. Halten, rückwärts richten. Auch hier an der kurzen Seite entgeht den Richteraugen nichts. Rückwärts richten war durchlässig, vielleicht etwas viel Tritte. Es sind 3 bis 4 Tritte gefordert. Neben den Traversalen die zweite ganz neue Schwierigkeit in Klasse M, fliegende Galoppwechsel. Der fliegende Wechsel durchgesprungen, könnte etwas mehr ins Berg aufgesprungen sein noch. Und wieder eine Volte genau vor den Richtern. Nach der Versammlung die Verstärkung. Risikobereitschaft zahlt sich da aus. Mittelgalopp energisch entwickelt, das Pferd könnte noch etwas besser in der gerade Richtung gehalten werden. Jetzt kommt die Vorbereitung zum zweiten fliegenden Galoppwechsel. War ebenfalls sicher durchgesprungen, vielleicht tendenziell mit leicht hoher Gruppe. Eine Volte in korrekter Größe, wobei man sich wünschen würde, dass das Pferd noch mehr am Gebiss behalten wird. Mittelgalopp wünschte man sich energischer entwickelt. Und dann im versammelten Galopp auf die Mittellinie, fertig. So schnell können 4,5 Minuten vorbei sein. Faktencheck, die RM1. Wir haben eine Aufgabe gesehen, die in puncto Lektionen der Klasse M sich schon in vielen Phasen recht sicher zeigte. Die Reiterin hat sich bemüht, mit sehr feiner Hand zu reiten, hat es manchmal vielleicht ein bisschen zu gut gemeint. Hier wünschte man sich konstantere und sichere Verbindung zum Maul, besonders auch in den gebogenen Lektionen und in den Seitengängen. Die erste Traversale aufgrund der nicht so ganz beständigen Anlehnung verlor etwas an Schwung. In der zweiten Traversale war es deutlich besser.
der erste fliegende Galoppwechsel war mit Ausdruck und auch klar durchgesprungen. Der zweite, das sah man schon ein bisschen bei der Einleitung, da war das Pferd nicht so ganz so schön im Bergauf. Dadurch war der Wechsel zwar gleichphasig durchgesprungen, aber die Gruppe kam etwas hoch. Was auch noch zu beachten ist, so wie dieses Halten bei den beiden Grußaufstellungen, sowie vor dem Rückwärtsrichten, dass man mehr darauf achtet, zu Hause übt, dass das geschlossen ist. Und das Rückwärtsrichten, eine Pferdelänge heißt 3 bis 4 Tritte. Ich habe 6 gezählt. War zu viel, ne? Also gucken, dass man 3 bis 4 Tritte auch wirklich reitet.